damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Bewegtbildvorstellung, Präsentation der Bildungsmaterialien, politische Bildung zum Archiv der Flucht. Wir wollen euch natürlich aber auch noch ein paar Hinweise geben, wie es jetzt bei uns weitergeht, was ihr machen könnt mit den Materialien. Wir haben ja schon angedeutet, das ist alles OER, also Open Educational Resource, ein Label, was sich auch immer stärker durchsetzt, auch in Deutschland, in der Bildungslandschaft, dass man ja vor allem auch öffentlich finanzierte Projektentwicklung von Bildungsmaterial auch öffentlich zugänglich machen soll. Was kannst du dir denn vorstellen, wie das genutzt wird, wo das genutzt wird? Was hoffen, wünschen wir uns? Ja, wünschen uns natürlich, dass das ganz vielfältig genutzt wird. Also die Idee ist ja, dass wir eben unterschiedliche Zugänge zu diesem Archiv uns erarbeitet haben und wir hoffen, dass ihr und sie auf unsere Website geht und auf jeden Fall euch diese Ansätze mal anschaut. Wie gesagt, es gibt dort alles zum Download in allen Beschreibungen. Natürlich, wenn es Fragen gibt, sind wir auch jederzeit ansprechbar. Die eine Idee ist eben, dass sich Institutionen, PädagogInnen, außerschulische Institutionen, die eben auch ein Interesse haben, dieses Archiv sich zugänglich zu machen, dass sie sich dieses Material nehmen und ja, entweder das tatsächlich so durchführen, wie wir es dort aufgeschrieben haben, weil das ist erprobt und getestet, oder eben zu schauen, welche Teile davon für sie passen. Vielleicht geht es zeitlich nicht immer so auf und man kann sich eben was rausnehmen, oder sich eben nochmal spezifisch, wenn es darum geht, sich mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen, mit einem bestimmten Video auseinanderzusetzen, zu schauen, wie man eben die Methodik anpassen kann dann auf das Thema, was man selbst wählt. Also das ist auf jeden Fall der Gedanke, dass man schaut, welche Teile davon eben für die eigenen Kontexte gut passen. Und ja, wir würden uns natürlich auch total freuen, wenn da Feedback kommt vielleicht. Genau, das Genau, ist so eine Sache. oder wenn es auch inspiriert zu Ja. weiteren Neuentwicklungen, zu weiteren Fragestellungen und Themen, die mit Flucht und Migration zusammenhängen und mit der Einwanderungsgesellschaft Deutschland. Die ganze Website wird auch in einigen Wochen auf Englisch übersetzt. Das ist auch sozusagen ein wichtiger Bereich von OER, dass man natürlich auch das freigibt. Also alle sind herzlich eingeladen, das natürlich auch in weitere Sprachen zu übersetzen. Es kann weiter publiziert werden. Wie gesagt, das ist mit einer Creative Commons Lizenz lizenziert, also bitte unsere Namen nennen, aber ansonsten nehmt es und macht was draus. Und was auf jeden Fall auch möglich ist, über uns Workshops zu buchen, kontaktiert uns einfach auf der Webseite. Wir scharen einen engagierten Pool von TeamerInnen um uns und hoffen dann auch, euch unterstützen zu können, diese Workshops durchzuführen. Genau, und was besonders die beiden Tools angeht, die entwickelt worden sind, sind das natürlich auch Materialien und Tools, die Sie und ihr auch einfach nutzen dürft. Also den Chat-Simulator, es gibt Anleitungen dafür, wenn man den eben auch in eigene Webseiten einbauen kann und den zum Beispiel im Unterricht nutzen kann oder eben auch in außerschulischen Projekten oder auch eine Anleitung, wie Mozilla Hubs zu nutzen ist und vielleicht auch in die Richtung mal sich zu interessieren, zu schauen, was man da auch in eigenen Kontexten mitmachen kann. Genau, das ist natürlich vielleicht auch für Remote-Zeiten und Remote-Situationen, die sicherlich in der Bildung sich ja auch verstärkt etablieren in diesen Zeiten, eine ganz, ganz spannende Sache. Okay, dann bleibt es von unserer Seite auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir konnten euch einige erste Einblicke geben in die Methoden und Tools und ihr habt nun Lust, euch weiter zu vertiefen. Schaut rein, schaut drauf auf unsere Webseite archivderflucht-bildung.org und wir sagen Tschüss. Tschüss.